Hallo Leute. Hey junger Mann. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Inquisition. Dragon Age Inquisition, okay. Es gibt Neuigkeiten, die für euch von Belang sein dürften. Jetzt nicht. Dafür fehlt mir im Moment die Zeit. Natürlich, Sir. So, gut. Also was müssen wir machen? Wir könnten hier runtergehen. Scherbe in dem Bi. Ja, wir machen mal die Scherben. Wir sollten wohl. Aha. Gut. Überall rotes Lyrium. Au. Hätte nicht runterspringen sollen. Moment, die Scherbe. Ah, ist gleich da vorne. So, die erste Scherbe. Die zweite sollte ja gleich da vorne sein. Ja. Mein deutsches Vokabular. Es kann unmöglich da oben sein. Denn das war vorher nicht da. Es war vorher nicht da. Also, wie soll es da hochgekommen sein? Ja, es ist da oben. Wie soll die Scherbe da hochgekommen sein, wenn es vorher gar nicht da war? Aber ja. Gut, dann halt eben so. Schon alles mitnehmen. Okay, beanspruchen. So. Judiciels Übergang. Okay. Judiciell. Dann gehen wir mal kurz darüber. Vielleicht gibt es da vorne irgendetwas. Wie zum Beispiel. Ah, man kann einen Auftrag starten, um. Auftrag verreichen. Der Schaden ist doch größer, als ich dachte. Wir könnten sie vielleicht wieder aufbauen. Aber nicht so wie in den erhabenen Marschen. Da wurde einfach ein paar Hölzer drüber geklatscht und ja, hier, bitteschön. Da habt ihr's. Gut. Also. Fragt mich, wer das. Da muss ich euch leider enttäuschen. Und wer ist das? Also, die Rüstungen sehen nicht nach Inquisition aus. Deshalb frage ich ja. Oh. Boom. Warum die noch da sind? Die haben wohl auf uns gewartet oder so. So, komm schon. Gut, und jetzt noch dein letzter. Sehr gut. Hier. Ah, da. Werk stimmt tendenziell zu. Inventar voll. Verdammt, unser Inventar ist ja immer noch voll. Gut, dabei wollte ich hier ein bisschen durch die Gegend latschen und Sachen nehmen. Wie zum Beispiel das hier. Gut, wenn ich da weitergehe. Wir gehen nicht hier entlang. So. Hier entlang gehen wir nicht. Hopp. Sondern. Also, hier kennen wir es. Ab jetzt kennen wir es wieder. Ich will nur ein bisschen die Karte freischalten. Ja. Da vorne waren wir eigentlich schon. Deshalb ist es seltsam, dass es nicht so gut abgedeckt wurde. Oder sind wir hier über. Doch, wir sind hier durchgegangen. Drakons Aufstieg. Ah, es ist dieses Gebiet da oben. Ja, weil wir da nicht hochkommen, wird es ja nicht als entdeckt markiert. Gut. Der Turm, ich hatte gehofft, er würde jetzt ein bisschen anders aussehen. Wie zum Beispiel der Logo der Inquisition und weniges rotes Lyrium. Oder weniger rotes Lyrium. Und dann müssen wir natürlich. Ach ja. Schade, kann ich ja nicht mitnehmen wegen. Und so. So, hier ist kein Händler. Oder doch? Gut. Was haben wir sonst noch? Hier leider nichts mehr.
Wollen wir in die Himmelsfestung zurückkehren und dort unser Zeug abgeben? Unser Zeug verkaufen, so dass wir endlich wieder Platz haben. So, aha. Okay, was ist das? Eroberung der Asyle Dingsbooster Feste. Und hier scheint irgendetwas zu sein. Hier. Ja, okay. Scherbe, Mamas Ring, Scherbe. Hinaufklettern. Wir gehen schnell zur Feste zurück. Das läuft uns ja nicht da vorne. Also gut, Himmelsfeste. Nicht Festung, sondern Himmelsfeste. Was soll's? Ich sage meiner Festung so, wie sie... Wie ich will? Gut. Hier haben wir ein bisschen Hintergrundgeschichten, bla bla bla. Jevlan wartet vor dem Büro des Hauptmannes als... Ah, knallhart in der Oberstadt, Kapitel 5. Stempelkios und der Seelengesang. Ein Ranisender fragte den Ashkari, was ist eure Meinung nach unserer Bestimmung? Der große Ashkari antwortete, ich werde euch eine Geschichte erzählen. Auf einer Insel, die das Meer zurückhält, steht ein irgendetwas. Ja, manchmal dauert es ein bisschen lange. Ich überlege mir immer noch, ob ich die Ladebildschirme, genau so heißen die, Ladebildschirme einfach rausschneiden soll. Andererseits, ab und zu sage ich intelligentes Zeug hier drin, also... Nee, eigentlich nie. Aber gut. Ja, hab mich selbst gedisst. Reden wir zuerst mal mit Cassandra. Vielleicht weiß sie etwas Neues. Was benötigt ihr, mein Freund? Euren Rat. Habt ihr irgendeinen Rat für mich? Wir müssen den Klerusrat im Auge behalten. Sobald er eine Göttliche gewählt hat, könnten sich die Dinge rasch ändern. Ja. Das wäre vorerst alles. Das dann bis wir. Zum nächsten Mal. Gut. Wir reden kurz mit allen unseren Verbündeten, damit wir wissen, woran wir stehen. Ich hatte mich schon gefragt, warum in der Himmelsfeste plötzlich die Sonne aufgeht. Was? Oh. Was macht ihr hier? Erzählt mir von euch. Also wer ist Speerin Harding wirklich? Ich? Ich bin niemand. Ich habe mein ganzes Leben in der Nähe von Radcliffe gelebt. Okay, kennen wir. Dann habe ich mich verpflichtet. Ich wollte die Welt sehen, bevor sie dieses Ding da... Was gibt's Neues? Ist irgendwas vorgefallen? Nicht viel. Das Übliche. Schön, dass ihr fragt. Gut, ich muss gehen. Oder besser gesagt, ich sollte gehen. So. Krem. Inquisitor? Könnt ihr uns helfen? Erzählt mir von euch. Ich würde gerne über euch sprechen, wenn es euch nichts ausmacht. Ihr wisst, ich stamme aus Tewinter. Ich war zwar keine Sklavin, aber selbst normale Bürger haben es dort schwer, wenn sie keine Magier sind. Ich war ein Soldat, aber Frauen ist in der Armee eine andere Rolle zugedacht. Als sie mir auf die Schliche kamen, wurde es schwierig. Also bin ich geflohen, traf Bulle an der Grenze und bin schließlich hier gelandet. Nicht das Leben, das ich mir vorgestellt habe, aber es geht. Wozu die Scharade? Warum habt ihr beschlossen, als Mann zu leben? Ich habe gar nichts beschlossen. Ich war mein ganzes Leben so. Meine Eltern wollten mich verheiraten. Sie haben versucht, einen netten Kaufmannssohn für mich zu finden. Jeden Tag, an dem ich ein Kleid trug, sah ich in den Rasierspiegel meines Vaters und hasste mich. Warum seid ihr gegangen? Wiedersehen. Was sagt eure Familie? Was ist das? Wie ist das denn in Tewinter? Würdet ihr Magie einsetzen? Warum seid ihr gegangen? Ah, das ist schwer zu fragen. Was sagte eure Familie? Wie hat eure Familie auf das alles reagiert? Meine Mutter wollte mich rauswerfen. Sie sagte, wenn ich nicht reich heirate, wäre die Familie zur Sklaverei verdammt. Später war sie froh über das Geld, das ich als Soldatin nach Hause schickte. Nicht, dass das am Ende eine Rolle gespielt hätte. Mein Vater, als ich klein war, hielt er mir immer seinen Spiegel hin, damit ich so tun konnte, als würde ich mich rasieren. Genau wie er.
Er hat nie etwas gesagt, aber ich denke, er wusste Bescheid. Okay, würdet ihr Magie einsetzen? Wenn ihr zaubern könntet, würdet ihr euer Geschlecht dann ändern? Ah. Was? Nein, ich lasse keine Magie näher als 10 Meter an meinen Körper. Als ich jünger war, ich weiß nicht. Törichte Träume haben wir doch alle. Aber in Tevinter können solche Träume tödlich sein. Bulla hat mir zu einem guten Leben verholfen. Eine hübsche Rüstung, ein gut platzierter Strumpf, mehr brauche ich nicht. Gut, warum seid ihr gegangen? Und wie ist das Leben in Tevinter? Wie ist das Leben in Tevinter? Ich meine, für jemanden, der kein Sklave oder Magier ist. Ich gehöre zu den Supporati. Bürgern, die keine Magier sind. Die Magier haben das Sagen und alle wissen es. Aber ein wohlhabender Händler kann ein angenehmes Leben führen. Die einfachen Leute versuchen einfach nur, nicht versklavt zu werden. Mein Vater war ein Schneider. Ich schloss mich der Armee an, nachdem ihn die kaiserlichen Sklaven ruiniert hatten. Wie haben Sie das gemacht? Ja, das ist eine gute Frage. Indem Sie billiger geschneidert haben, oder wie? Wie konnten Sklaven eure Familie aus dem Geschäft drängen? Mein Vater nähte Hemden, Schürzen, solche Dinge. Nichts Besonderes. Einer der Magister hatte sich in den Kopf gesetzt, die Armen im Winter vor dem Erfrieren zu bewahren. Nett, oder? Er ließ von kaiserlichen Sklaven einfache Kleider nähen und verkaufte sie zu einem lächerlich niedrigen Preis. Und so ruinierte die Idee des Magisters meinen Vater, weil er mit den Preisen der in Sklavenarbeit gefertigten Kleider nicht mithalten konnte. Er hat es gut gemeint, Sklavenarbeit reizende... Wer sollte die Sachen kaufen? Oh, das ist schwer. Was der Magister vorhatte, ist eigentlich gut, dass er Sklaven dafür benutzt hat. War nicht so gut, dass er das Leben ihrer Familie ruiniert hat. Auch nicht so gut, aber das war nicht seine Intention. Ah, er hat es gut gemeint, nehme ich mal an. Hört sich an, als hätte es der Magister nur gut gemeint. Das ist das Schlimmste, Antewinter. Die Leute merken gar nicht, dass sie euch die Lebensgrundlage nehmen. Dieser Magister war kein schlechter Mensch. Er hat vermutlich vielen Sklaven das Leben gerettet. Schließlich hat sich mein Vater selbst in die Sklaverei verkauft. Heute ist er ein Servus Publicus. Ein reichseigener Sklave. Und was ist ein reichseigener Sklave? Keine Ahnung. Warum seid ihr gegangen? Ihr habt gesagt, ihr hättet Tevinter verlassen, als sie euer Geheimnis entdeckten. Frauen dürfen zwar dienen, allerdings nur in bestimmten Rängen und Truppengattungen. Ich sollte befördert werden, aber der Heiler, den ich bestochen hatte, damit er mein Geschlecht bestätigt, wurde zu einem kranken Magister gerufen. Als sein Vertreter bemerkte, was in meiner Hose ist oder eben nicht, drohte er mir. Plötzlich hieß es Sklaverei oder Tod für mich. Also schlug ich ihn nieder und floh. Ihr habt das Gesetz gebrochen? Wie seid ihr entkommen? Ich bin überrascht, dass ihr einfach so aus Tevinter entkommen seid. Ich habe ja nicht in Minrathus gelebt, sondern in Travis. Das liegt in der Nähe der Neveranischen Grenze. Außerdem war es hilfreich, dass sie mich als Deserteurin jagten, nicht als entflohene Sklavin. Sklavenjäger werden nur bezahlt, wenn sie ihre Beute fangen. Diese Bastarde sind also verdammt effektiv. Verstehe. Ihr habt das Gesetz gebrochen? Es ist verboten, sich als Mann auszugeben? Bei der Aufnahme in den kaiserlichen Dienst zu lügen, ist ein Verbrechen, das mit einer harten Strafe oder Sklaverei bestraft wird. Der Heiler bot mir an, für 10 Silberlinge würde er dem Tribun sagen, ich wäre verrückt. Ein verwirrtes kleines Mädchen. Das war der Moment, in dem ich ihm eine verpasst habe. Ich hatte bereits einige Jahre gedient und einen harten Schlag. Sehr schön. Wir unterhalten uns später. Ah, das sind nette Geschichten und so, die man gerne hört. Ja, wie könnt ihr uns helfen? Fallen euch noch andere Aufgaben für die Sturmbullen ein? Im Moment wüsste ich nichts, aber falls mir etwas einfällt, lasse ich es euch wissen. Okay, erzählt mir von den Sturmbullen. Können wir uns über die Sturmbullen unterhalten? Sicher, was wollt ihr wissen? Erzählt mir von einem Auftrag, ja. Hattet ihr noch andere interessante Aufträge? Wir haben in Ferelden gegen Gettlers Riesen gekämpft. Das waren aber gar keine Riesen, nur große Kerle mit tonnenschweren Rüstungen. Hätten genauso gut kämpfende Golems sein können. Der Häuptling hat Gettler zum Duell gefordert, aber der hat nur gelacht und ihn als gehörnten Wilden bezeichnet. Also hat der Häuptling einen Damm eingerissen und das Tal überflutet.
Das Letzte, was wir von Gettler sahen, waren einige Blasen, als wir wegschwammen. Okay. Wir unterhalten uns später. Gut. Und das mit der Magie? Ich wollte eigentlich fragen, ob sie auch Magie nutzen. Also meine Intention, also das, was ich dachte, was er fragen wird, ist, ob sie auch Magie nutzen würde. Ich weiß es nicht. Und nicht, ob sie ihr Geschlecht mit Magie ändern würde. Hey, braucht ihr mich? Eigentlich nicht, aber bis später, Bulle. Es war nett, mit euch zu reden, Boss. Es war nett, mit euch zu reden. Einen Tag später, Boss. Ja. Ja, Shatterland. Was benötigt ihr? Okay, was sagt Sera dazu? Okay, hallo. Was geht's? Wir passen, nachforschen. Zufrieden mit den Entwicklungen? Entwickelt sich alles wie erwartet. Cassandra hat ganze Arbeit geleistet, was? Jetzt habt ihr das Sagen. Die Bitterei ist ja ganz nett, denke ich. Aber Corificalus? Der ist scheiße. Was haltet ihr von den Leuten, die ich um mich geschart habe? Ihr immer mit euren Leuten. Also gut, welche meint ihr? Cassandra? Was denkt ihr über Cassandra? Sie ist längst nicht so zugeknöpft, wie sie tut, oder? Aber standhaft ist sie. Ich würde mich im Zweifelsfall immer hinter sie stellen. Gut, das reicht vorerst. Wir unterhalten uns später. Auch gut, ich bin hier. Habe ich sie eigentlich schon mal nach Cole gefragt? Moment. Oh, ihr schon wieder. Oh, das klingt ja begeistert. Was haltet ihr immer mit euren Leuten? Okay, also gut, so, lass es sein. Cole. Was ist mit Cole? Dazu sage ich nichts. Das Ding ist einfach nur falsch. Okay, und der Spulle? Was sagt ihr zum Eisernen Bullen? Ha, bei dem frage ich mich so einiges. Wie eure Frauen aussehen zum Beispiel. Uff. Mhm, mhm. Und Dorian? Was ist mit Dorian? Dorian ist lustig. Nur sein Tevintergehabe nervt. Okay, und Blackwall? Was sagt ihr zu Wächter Blackwall? Der ist einfach zu gut, oder? Ich würde ihn gerne ohne seine Uniform sehen. Nein, nicht was ihr denkt. Ja, meine Berater. Vivienne? Was haltet ihr von Vivienne? Sie ist ein Miststück, aber das weiß sie selbst, hoffe ich. Okay, Varric? Was fällt euch zu Varric ein? Varric? Zu klug. Er redet ständig, sagt aber nie etwas gerade heraus. Gut, so lasse ich Alter und so weiter und so fort, der Rest kennen wir. Meine Berater. Was haltet ihr von unserer Meisterspionin, der Botschafterin und dem Kommandanten? Liliana ist hübsch. Ich könnte schwören, ich habe sie schon mal gesehen. Sie soll auch mal gespielt haben, aber das ist verrückt. Nein. Und Josephine? Sie demütigt ihre Leute ebenso gut wie ich, nur etwas subtiler. Sie versteht ihr Handwerk, falls ihr Bedarf dafür habt. Und Köln? Tja, wenn man einen Knochenbrecher will, holt man sich jemanden, der bereit ist, in die Rolle reinzuwachsen. Aber tolle Haare hat er. Gut, das genügt vorerst. Wir unterhalten uns später. Auch gut, ich bin hier. Gut. So, reden wir kurz mit Cole. Wir hatten das Gespräch mit ihr schon mal. Deshalb, aber ich war mir nicht ganz sicher. Cole? Hinter dem Lärm ist er ruhig. Die kleine Flasche lässt ihn erbeben, aber er zerrt an den Ketten. Okay, auf bald. Wir unterhalten uns später. Vermutlich. Wir haben ja nichts Neues rausgefunden, also nichts Neues gehört, von wegen, was er für seltsame Dinge gemacht hat. Deshalb können wir ruhig in der Gegend rumschlawenzeln und Hallo sagen. Kallen, mein Freund. Falsches Zimmer. Was sind denn die? Keine Ahnung. Carlin, mein Freund. Wie geht's dir? Nicht so weit weg. Ah. Ihr könnt grinsen, so viel ihr wollt. Diese Runde gewinne ich. Verspottet ihr mich etwa, Kommandant? Ich wusste gar nicht, dass das in euch steckt. Warum versuche ich überhaupt? Inquisitor. Ihr wollt gehen? Heißt das, ich habe gewonnen?
Ich wollte nicht stören. Amüsiert ihr euch? Es ist nur ein Spiel. Amüsiert ihr euch? Jetzt ist die Frage, ist das böse gemeint? Also, aha. Amüsiert ihr euch? Solltet ihr nicht arbeiten, ihr Gesocks? Oder, ich wollte nicht stören. Sind wir mal höflich. Bitte, meinetwegen müsst ihr nicht aufhören. Genau. Also gut, ihr seid am Zug. Ihr solltet euch einfach mit meinem unausweichlichen Sieg abfinden. Danach fühlt ihr euch gleich viel besser. Ach, tatsächlich. Ich habe nämlich gerade gewonnen. Und ich fühle mich hervorragend. Werdet jetzt nicht überheblich, dann seid ihr nämlich unausstehlich. Ich sollte mich ebenfalls wieder meinen Aufgaben zuwenden. Es sei denn, ihr hättet vielleicht Lust auf ein Spiel. Ich bin dabei. Baut schon auf, Kommandant. Dieses Spiel habe ich als Kind mit meiner Schwester gespielt. Sie hat immer so selbstgefällig gegrinst, wenn sie gewonnen hat. Was ständig der Fall war. Also habe ich wochenlang mit meinem Bruder geübt. Ihr hättet ihren Gesichtsausdruck sehen sollen, als ich dann endlich gewonnen habe. Durch meine Aufgaben für die Templer und die Inquisition habe ich sie seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich frage mich, ob sie immer noch spielt. Verspielen. Erzählt mir von eurer Familie. Schummeln? Nein. Gewinnen lassen? Wir werden verspielen. Aber zuerst... Ihr habt Geschwister? Zwei Schwestern und einen Bruder. Wo sind sie jetzt? Sie sind nach der Verderbnis nach Südhang gezogen. Ich schreibe ihnen nicht so oft, wie ich eigentlich sollte. Ich bin dran. Okay, wir spielen fair. Na schön, dann zeigt mal, was ihr könnt. Ich glaube, wir haben noch nie so viel Zeit miteinander verbracht, ohne über die Inquisition zu reden. Oder etwas, das mit ihr zusammenhängt. Um ehrlich zu sein, bin ich froh über die Ablenkung. Vergesst die Förmlichkeiten auch. Wir setzen Prioritäten. Ja, es muss nicht unbedingt so förmlich sein. Ich bin ein Mann des Volkes. Also, hier. Wir haben genug zusammen durchgemacht, um die Förmlichkeiten zu vergessen und einfach miteinander zu reden. Ja, ich denke, das haben wir. Ich schätze, ihr habt gewonnen. Gut gespielt. Ist das ein Grinsen? Also die Gesichtsanimation gerade war seltsam. Aber, oh, was ist das? Lesen. Ein Brief. Liebe Mia, ich bin noch am Leben, dein dich liebender Bruder Kallen. Ernsthaft, ist das alles? Mal ehrlich, ist das denn so schwer? Wir dachten, du wärst tot. Wieder einmal wäre die Inquisition nicht in aller Munde, hätten wir nie erfahren, dass ihr großartige Kommandant Haven überlebt hat. Wir haben in letzter Zeit seltsame Dinge über die Templer gehört und ich bin nicht unglücklich darüber, dass du sie verlassen hast. Ich dachte anfangs, dein Abschied von ihnen sei lediglich zwangsläufige geschehen, als du dich der Inquisition angeschlossen hast. Aber du hast damit mehr bezweckt, nicht wahr? Ich weiß, es ist sinnlos, dich darum zu bitten, aber versuch auf dich aufzupassen. Deine dich liebende Schwestern. Siehst du, wie leicht das geht? Mia. Das ist jetzt... Ach, ich liebe solche Sachen. Seid ihr mit jemandem zusammen? Will ich nicht fragen. Solltet ihr... Erzähl mir, was? Warum kann ich nichts auswählen? Gibt es irgendetwas, wovon ich wissen sollte? Neben der Himmelsfeste noch weitere Stützpunkte der Inquisition zu schaffen, hat unser Ansehen verbessert. Man sieht uns als eine stabilisierende Kraft. Sehr gut. Wir haben zahlreiche neue Rekruten, die begierig darauf sind, uns zu unterstützen. Okay, und ey! Das wäre alles. Wie steht hier unsere Mitstreiter? Dann halt mit den Tasten. Was haltet ihr von den Leuten, mit denen ihr zusammenarbeitet? Wen genau meint ihr? Nachforschen kann ich nicht. Seltsam. Unsere Soldaten. Seid ihr mit den Truppen der Inquisition zufrieden? Unsere Soldaten sind äußerst diszipliniert und kämpfen aus ganzem Herzen für unsere Ziele. Templer und Magier sind es nicht gewohnt, einander als Verbündete zu betrachten, aber sie arbeiten bislang ziemlich gut zusammen.
Das hört man gern und warum kann ich nichts... Das zurück, Josephine. Was denkt ihr über unsere Botschafterin? Wir haben nur wenig gemeinsam. Ich begreife nicht, wie sie so viel Freude daran haben kann, sich den ganzen Tag mit irgendwelchen Adeligen zu treffen. Nichtsdestotrotz arbeite ich gern mit ihr zusammen. Gut, ah, jetzt kann man, und Liliane? Wie gefällt euch die Zusammenarbeit mit Leliana? Ohne sie gäbe es die Inquisition nicht. Ich bin mit ihren Methoden vielleicht nicht immer einverstanden, aber sie widmet sich unserer Sache mit mehr Leidenschaft als jeder andere. Cassandra mag diejenige gewesen sein, die die Inquisition öffentlich proklamiert hat. Aber ihre Gründung ist ebenso sehr Lilianas Verdienst. Ja, okay, gut. Ich sollte euch wieder euren Aufgaben überlassen. Das war eigentlich nicht alles. Was kann ich für euch tun? Jemand zusammen? Nein, solltet ihr... Mitstreiter, erzählt mir von Samson. Ihr und der Anführer der Roten Templer scheint eine gemeinsame Vergangenheit zu haben. Als ich nach Kirkwall kam, habe ich mir mit Samson ein Quartier geteilt. Er schien mir ein ehrbarer Mann zu sein. Kommandantin Meredith hat ihn später wegen Disziplinlosigkeit aus dem Orden ausgeschlossen. Er endete als Bettler auf den Straßen von Kirkwall. Er beging noch weitere Verbrechen, konnte sich aber einer Verurteilung durch den Orden entziehen. Und jetzt ist Samson Corypheus treuer General. Okay, warum dient der Corypheus? Fragen wir das. Was denkt ihr, warum hat sich Samson Corypheus angeschlossen? Er war schon damals süchtig nach Lyrium. Jede Münze, die er besaß, wanderte direkt in die Taschen der örtlichen Lyrium-Schmuggler. Corypheus hat vielleicht seiner Eitelkeit geschmeichelt und ihm nicht nur Lyrium, sondern auch ein Ziel gegeben. Mehr war vielleicht nicht nötig. Samson ist eben aufgestiegen. Behaltet euer Ziel im Auge. Ich habe fast Mitleid mit ihm. Ja. Das klingt, als wäre Samsons Leben nicht gerade leicht gewesen. Er wurde aus dem Orden ausgeschlossen. Aber er hatte dennoch die Wahl. Er hätte sich für einen anderen Weg entscheiden können. Ich begreife einfach nicht, wie er so mächtig werden konnte. Selbst mit dem roten Lyrium. Samson hat seine besten Tage lange hinter sich. Das weiß ich nicht. Vielleicht, weil es, man dachte, er hätte seine Tage hinter sich, die er nicht hinter sich hatte, konnte er so mächtig werden, weil er die ganze Zeit schon so mächtig war. Aber man sagte, ja, der ist alt, ja, der disziplinlos, bla bla bla. Man hat ihm nicht die Mittel dazu gegeben, seine ich Macht... Ich vermisse die Taverne nicht. Okay, gut, schön. Ah, ja, Händler. Wie ich höre, euer Gnaden. Wie läuft das Geschäft? Wie kann ich helfen? Die Himmelsfeste muss verlässlich mit Waren versorgt werden. Wie kann ich helfen? Eine der wichtigsten Festungen ist wieder frei. Macht so weiter, dann wird das schon. Okay, wie läuft das Geschäft? Wie geht es euch? Blüht das Geschäft? Die Geschäfte laufen von Tag zu Tag besser. Dank euch. Gut. Wiedersehen. Wir reden ein andermal. Gewiss, Lord Inquisitor. Hat sie jetzt neue Sachen? Wie zum Beispiel Bianca? Und das ist voll. Okay, dann verkaufen wir zuerst einmal alles, was Schrott ist. Dann... Hier verkaufen und zwar hier. Aha. Gut. Ich muss schauen, dass ich nichts versehentlich rausschmeiße, was irgendein Gräf oder Stabkling oder so hat. Verstecktes Schild. Und das da hier ist meine, oder? Meine alte. Hat alles mögliche drin. Okay. Gut, das kann man. So rausschmeißen. Hier ist alles leer. Geputzte See. Mann, sieht das seltsam aus. Verteidigungsrüstung. Hat nichts drin. Okay. Bei den Ringen. Trankgürtel, zusätzlicher Trank. Ja, aber. Ist scheiße wegen Platz, Kondition. Alles, was so grau ist, kann verkauft werden. Lebenswächter Amulett. Sozusagen, hier haben wir ein paar Felandari-Siegel, Blitzrune. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Gut. Dann kaufen wir zuerst einmal das hier und das hier. Sonst haben wir nichts mehr. Okay, das sind große, starke Dings und die kosten
Halbe Triade will ich nicht sagen, aber Magiejäger, das ist ein Schild. Verteidigung gegen Magie, Resistenz, Geisterschaden. Von vorne. Bei erlittenen Treffer, 3 Block. Ja, nicht schlecht. Okay, was haben wir sonst noch so für Rüstungen? Nur Schrott. Okay, gut. Verkauft der irgendetwas Neues? Nichts, nichts, nichts. Schade und... Belagerungsbrecher? Rasen 20% Schadensbonus plus 200% auf jegliche erlittenen Schaden. Ach so, man kriegt mehr Schaden, macht dafür aber mehr Schaden. Gut. Was sagt unser Freund Blackwall? Zu euren Diensten. Wie seht ihr die Inquisition? Was denkt ihr über die Inquisition? Ich weiß nur, dass ihr diese Welt bis in ihre Grundfesten erschüttern könntet, wenn ihr es denn wolltet. Nachforschen. Gefährten? Wie steht ihr zu unseren Freunden? Ihr habt euch doch sicher eine Meinung über sie gebildet. Ach so, ja. Habt ihr schon mal einen Blick auf Varricks Geschichten geworfen? Seine Beschreibungen von mir sind ziemlich schillernd, gelinde gesagt. Okay, und Berater? Was denkt ihr über meine Berater? Liliana ist einsam. Das ist wirklich alles, was ich sehe. Sie hat nichts anderes als ihre Arbeit. Es mag seltsam erscheinen, aber manchmal habe ich Mitleid mit ihr. Interessant. Wir sollten uns wieder unseren Pflichten... Interessant. Wie ihr meint. Immerhin habt ihr hier ja das Sagen. Gut. Ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.